Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute geht es mal wieder um eine Homebrew, diesmal mal wieder für den Nintendo 3DS. Da habe ich in letzter Zeit nicht so viele Homebrews so gezeigt. Und das, was ich heute zeige, ist ein relativ farbenfroher Shooter für den, oder naja, was heißt Shooter? Also eine Art Asteroids für den 3DS als Homebrew. Nur nicht so ganz Asteroids-artig, aber halt so ein bisschen. Ich bewege eben dieses regenbogenfarbene Quadrat und muss die anderen Quadrate abschießen, und mit den Pfeiltasten kann ich, oder mit dem Steuerkreuz kann ich das Quadrat bewegen, und mit dem Touchscreen kann ich kontrollieren, wohin ich schieße. Das Ganze wurde von SuperGhost oder Sub3RGH0ST programmiert und hört auf den Namen Chroma Cannon. Und man sieht schon, dass das Ganze sehr farbenfroh ist. Das heißt, das, was wahrscheinlich den wichtigsten Teil von diesem Spiel ausmacht, ist die Farbenfreude. Und man sieht auch schon, dass der Hintergrund posiert, der eigene Charakter posiert. Und wenn man sich bewegt, dann zieht man so eine kleine farbige Linie hinter sich her, die, je nachdem, wie lange man sich bewegt, länger oder kürzer ist. Also die kann schon relativ lang werden, muss sie aber eben nicht. Und man hat relativ viele Leben. Ich weiß nicht genau, wie viele. Aber man kann auch sterben, und ich glaube, bis zum ersten Tod werden wir spielen. Wobei das teilweise auch gar nicht mehr so leicht ist, das Spiel. Um das auszuführen, benötigt man, glaube ich, dringend Ninchecks, weil es das Ganze nur als 3DSX-Anwendung und nicht als CIA oder CIA gibt. Oder als 3DS-Anwendung, das heißt, mit Gateway oder irgendwelchen Custom-Firmwares kann man das Ganze nicht benutzen. Und ich finde, es ist ein gutes Beispiel dafür, dass nicht jedes Spiel unbedingt immer 100% grafisch in HD sein muss. Und außerdem zeigt es auch, dass es doch noch ab und zu ein ganz gutes Projekt in der 3DS-Homebrew-Szene gibt. Wobei das jetzt auch schon wieder ein paar Monate, glaube ich, alt ist, oder zumindest ein paar Wochen. Und hast du denn irgendwie schon eine Möglichkeit, um Homebrew auf dem 3DS auszuführen oder auch ROMs abzuspielen oder so? Also die meisten werden wahrscheinlich die Gateway benutzen, ein paar vielleicht auch die Sky 3DS. Oder benutzt du vielleicht irgendeine komplett kostenlose Custom Firmware? Sowas wie Pasta Custom Firmware oder die Tools von Roxas, oder was es denn hier noch so alles gibt? Oh shit. Irgendwie werden das auch langsam immer mehr von diesen Quadraten. Und die sterben nicht mehr schnell genug. Oder dann gibt es ja jetzt auch eine relativ neue Firmware, Cake Firmware. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall verloren. Wenn du dieses Spiel spielen möchtest, kannst du nochmal in die Beschreibung gucken. Da findest du einen Download-Link. Wenn du irgendwie Fragen dazu hast, kannst du mich natürlich auch gerne in den Kommentaren fragen. Ich hoffe, dass ich die dann beantworten kann. Und dann danke fürs Zusehen. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video.